Summer Breeze gibt ihr Lebensdebüt. Sie hat Nennungen für die Auktionsrennen in Hamburg, Baden-Baden und für das Auktionsrennen in Hannover. Zu nennen ist auch noch die zwei Hey Little Girl aus dem Gestüt Görlsdorf, die typische Schreibweise der Görlsdorfer Girl mit Ö. Und die Stute hat noch eine Nennung für das deutsche Stutenderby, den Preis der Diana. Alle sind in Position und die Boxen haben sich geöffnet zum zweiten Rennen, den Preis der Sparda Bank Köln. Das Feld mit den sechs Stuten geht auf die Reise und jetzt gibt es mit Sicherheit einen unterstützenden Beifall von Ihnen, wenn die Pferde an Ihnen vorbeikommen. An der Spitze ist Magic Art, dahinter dann Magic Lips in zweiter Position, innen daneben. Dann das nächste Duo, zwei, drei Längen zurück, das sind Tech Desert mit außen Ninaf. Dahinter dann Summer Breeze, am Schluss des Feldes galoppiert Hey Little Girl. Also geht es durch den Scheibenstraßenbogen in dicht geschlossener Formation. An der Spitze Magic Art mit etwa zwei Längen. Bei sehr verhaltenem Tempo geht es jetzt in die Gegenseite hinein. Magic Art führt vor Magic Lips, dahinter dann Ninaf außen dritte. An der Innenseite ist Tech Desert in vierter Position an den Rails und dahinter dann Hey Little Girl mit am Ende des Feldes Summer Breeze. Die Pferde sind in der Gegenseite, noch etwa 1400 Meter bis zum Zielpfosten. An der Spitze ist unverändert Magic Art auszumachen. Ein, zwei. Ja, irgendwas stimmt hier mit dem Ton nicht. Ich spreche einfach mal weiter. Magic Art ist vorne mit einer Länge vor Magic Lips. Dahinter dann ist Tech Desert in dritter Position. Vorne Enough und Summer Breeze. Am Ende des Feldes galoppiert Hey Little Girl. Die Pferde galoppieren auf das Ende der Gegenseite zu. Magic Art mit gut einer Länge vorne. Dahinter dann Magic Lips in zweiter Position. Tech Desert ist dritte. Dann sieht man Enough vor Summer Breeze. Am Ende des Feldes galoppiert Hey Little Girl. Vom ersten bis zum letzten Platz vielleicht acht Längen. Es sind also alle noch mit Chancen unterwegs, da es gleich in den Einlauf geht. Magic Art führt das Feld auch in die Zielgerade hinein. Dahinter ist dann in zweiter Position Magic Lips. Dann versucht es an der Innenseite Tech Desert. An der Außenseite dann den Nav mit Hey Little Girl kommt jetzt vom letzten Platz. Aber Magic Art ist vorne. Magic Art an der 400 Meter Marke ist im Vorteil vor. An der Innenseite Tech Desert. Jetzt kommt der äußere Flügel mit Hey Little Girl. Und die wird stärker. Hey Little Girl an der Außenseite wird immer stärker mit Daniele Porcu. Hey Little Girl mit Magic Art. Hey Little Girl ist vorne vor Magic Art. Magic Art lässt sich nicht abschütteln. Hey Little Girl auf den letzten Metern bringt jetzt nochmal richtig viel Schwung in die Partie. Und Hey Little Girl gewinnt vor Magic Art und Magic Lips. Dahinter dann Tech Desert mit Nenaf und deutlicher zurück dann Summer Breeze. Vorläufiger Richterspruch zum zweiten Rennenpreis der Sparda Bank Köln. Siegerin ist die 2, Hey Little Girl. Zweites Pferd die 1, Magic Art. Dritter die 3, Magic Lips. Und viertes Pferd die 6, Tech Desert. Ich wiederhole vorläufiger Richterspruch im zweiten Rennenpreis der Sparda Bank Köln. 2, Hey Little Girl. 1, Magic Art. 3, Magic Lips. Und 6, Tech Desert. Ja, und auf dem Weg zum Absandring sind wir auch gleich die vorläufige Siegerin im zweiten Rennen, den Preis der Sparda Bank Köln. Das ist mit der Programmnummer 2.